The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Falscher Eifer. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Es gibt einen geräuschvollen Eifer ohne Zweck und Ziel, der nicht der Erkenntnis entspringt, in seiner Tätigkeit blind und in seinen Ergebnissen zerstörerisch ist. Das ist kein christlicher Eifer. Christlicher Eifer wird von Grundsätzen gelenkt und ist nicht sprunghaft und unberechenbar. Er ist ernst, tief und stark, nimmt die ganze Seele in Anspruch und regt sie an, ihr moralisches Feingefühl anzuwenden. Die Rettung von Menschen und alle Anliegen, die das Reich Gottes betreffen, sind überaus wichtig. Was könnte ernsteren Einsatz fordern als die Rettung von Seelen und die Ehre Gottes? Das sind Überlegungen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Sie sind schwerwiegend wie die Ewigkeit. Das ewige Schicksal vieler steht auf dem Spiel. Männer und Frauen entscheiden sich für ihr Heil oder Unheil. Christlicher Eifer wird sich nicht im Reden erschöpfen, sondern mit Kraft und Leistungsfähigkeit empfinden und handeln. Und doch wird christlicher Eifer nicht handeln, um bemerkt zu werden. Jede Anstrengung, jedes Werk wird von Demut gekennzeichnet sein. Christlicher Eifer wird zu ernstem Gebet und zur Selbsterniedrigung führen und zur Treue in den Haushaltspflichten. Im Familienkreis werden die Sanftmut und Liebe, die Wohltätigkeit und das Mitgefühl erkennbar, die immer die Früchte des christlichen Eifers sind. Wie wenige spüren, wie wertvoll Seelen sind. Wie wenige sind bereit, Opfer zu bringen, um Menschen mit Christus bekannt zu machen. Es wird viel geredet. Angeblich hat man viel Liebe zu Menschen, die verloren gehen. Doch Worte sind billig. Ernster christlicher Eifer ist nötig, ein Eifer, der sich darin zeigt, dass man etwas tut. Alle müssen jetzt für sich selbst ans Werk, und wenn sie erst Jesus in ihrem eigenen Herzen haben, dann werden sie anderen von ihm erzählen. Ein Mensch, der Christus hat, wird ebenso wenig am Bekenntnis gehindert werden können, wie man die Wassermassen der Niagarafälle aufhalten könnte. Jeder Christ sollte sich am stärksten für das ewige Leben interessieren. Mit Christus und den himmlischen Engeln im großen Erlösungsplan zusammenzuarbeiten. Welche andere Arbeit könnte den Vergleich aushalten? Von jeder Seele, die hier gerettet wird, kommt Gott als Ertrag Herrlichkeit zu, die sich auf dem Geretteten spiegelt, sowie auch auf dem, der das Werkzeug zu seiner Rettung war. Are you